Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen vom Bundesrat zum Kickoff von der Aktion SBB AD. Zum Verhindern, dass Fußballfans Extrazüge von der SBB zerstören und so Kosten in Millionenhöhe verursacht, möchte der Bundesrat den Hooligan-Verkehr von der Schiene auf die Strasse verlagern. Als Anreiz für den Umstieg haben wir unter den Hooligans in unserer Datenbank ein Auto verlost. Ich freue mich, Ihnen heute unseren Gewinner präsentieren zu dürfen. Es ist das der Max F. Meister, wir sind Meister! Ja, Herr F. Zeugs sind Chance, Zeugs sind Chance! Viel Spass mit dem neuen Extra-Auto von der SBB und gute Fahrt. Der Bundesrat ist zuversichtlich und überzeugt, dass die SBB so das Vandalismusproblem wird in den Griff bekommen. Natürlich muss sich der Hooligan zuerst an den Gedanken gewöhnen, dass das neue Verkehrsmittel sein eigener Privatbesitz ist. Ein erster Schritt in dem komplexen Bewusstwerdungsprozess ist es, dass der Hooligan das Interieur nach seinem eigenen Geschmack einrichtet. Das Ziel dieser Aktion ist der mündige Hooligan. Gottverdammt, schau mal mein Auto an! Wer zahlt den Huren Vandalismus? Wenn Sie jetzt nicht sofort aufhören zu filmen, seht ihr das Gesicht bald aus Ihrem Auto da.